Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des SSV Jahren gegen Holstein Kiel. Endstand vor 11.089 Zuschauern, 3:0 für Holstein Kiel. Und beide Cheftrainer sind wie immer hier nach dem Spiel, um über die Partie zu sprechen. Darf Herrn Anton das erste Wort übergeben. Wie fällt Ihr Fazit zur heutigen Partie aus? Ja, hallo zusammen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, deswegen wird nicht so viel und kann nicht so viel erzählen. Wir müssen den Flieger kriegen. Das Spiel, muss man sagen, war ein richtig gutes Spiel. Jan Regensburg war die erwartet starke Mannschaft, richtig guten Fußball gespielt. Der Verlauf war eigentlich nicht so richtig typisch für unser Spiel. Wir sind eigentlich auch eine Mannschaft, die viel Ballbesitzspiel macht, aber dadurch, dass du direkt mit der ersten Konteraktion in Führung gehst, war es halt für uns auch so ein bisschen kompakt stehen, gut gegen den Ball arbeiten. Wir haben immer wieder Konteraktionen gehabt in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann auch ein bisschen umgestellt, Regensburg auch ein bisschen umgestellt. Aber da haben wir dann nicht mehr so viel zugelassen, beziehungsweise fast gar nichts, bis auf einen Freistoß und einen Vorrückzieher. Und in der ersten Halbzeit hatten wir eine Situation, die haben wir ein bisschen glücklich überstanden. Hätten viel früher vielleicht das zweite Tor machen können im Konter. In der zweiten Halbzeit hatten einige Möglichkeiten. Aber Regensburg war permanent gefährlich und hat einen richtig guten Fußball gespielt. Und wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und Kompliment an meine Mannschaft. In der englischen Woche jetzt haben sich nochmal richtig reingehangen und haben alles dafür getan, auch zu Null zu spielen. Dankeschön. Danke, Herr Anfang. Heiko, dein Statement zur heutigen Partie. Ja, wenn man 3:0 verliert, ist es schwer, Argumente zu geben oder zu finden. Trotzdem fand ich, dass wir eine sehr gute Leistung heute gebracht haben. Jetzt unabhängig vom Ergebnis, dass es auch ein Stück weit zu hoch ist. Ich habe mal vor Wochen gesagt, dass ich glaube, dass die Mannschaften am Ende ganz vorne stehen, die wenigsten Gegentore bekommen, unabhängig, ob wir gut nach vorne spielen und viele Tore machen. Ich denke, das Spiel geht ganz gut los für uns. Wir versuchen Druck aufzubauen. Das 0:1 war eigentlich, wo wir eine gute Aktion haben vom gegnerischen Tor. Der Ball wird geblockt. Der Abpraller geht tief in unsere Hälfte rein. Vielleicht hat Philipp Händle rauskommen können und den direkt klären können, muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Dann liegt man 0:1 hinten und machen trotzdem weiter, spielen Fußball, kommen gut ins letzte Drittel, hatten dann Möglichkeiten mit Erik Tommy, ein Schuss, der geblockt wird, und dann nochmal Marc Leis kurz vor der Halbzeit, eine Riesenchance, wo er vielleicht selbst abschließen muss. Das wäre vielleicht so ein Dosenöffner gewesen, dass es 1:1 steht und dass dann nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht. Wir hätten nach 30 Minuten wechseln müssen. Marcel Hofrat hatte geklagt über verhärtete Waden. Da wollte man kein Risiko eingehen, dass wir nicht noch einen Verletzten haben. Dann hätte man nicht gar keinen Außenverteidiger mehr auf der linken Seite gehabt. Haben umgestellt auf Dreierkette. Und ja, in der zweiten Halbzeit denke ich ja mal weiter, wie mein Kollege gerade schon gesagt hat, versucht aufs gegnerische Tor zu spielen. Es war dann klar, dass wir irgendwelche Kontersituationen dann überstehen müssen. Das haben wir eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und dann ist es 2:0 passiert und selbst da hatte ich immer noch das Gefühl, wir können das Spiel noch drehen. Wir hatten dann auch noch die Großchance von Marc Leis. In der Situation hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr richtig glaubt. Da hätte ich mir von dem einen oder anderen gestandenen Spieler gewünscht, mehr Körper raus, Brust raus und zu zeigen, wir wollen das Spiel unbedingt noch drehen, weil wenn Marc das Tor gemacht hätte zum 2:1, wäre es noch 10 Minuten gegangen und dann wäre noch alles möglich gewesen. Und das dritte Tor war ärgerlich, da muss man einen Freistoß einfach besser verteidigen. Aber trotzdem war die Leistung sehr gut und jetzt putzen wir uns den Mund ab. Ich habe in der Hinrunde gesagt, dass Kiel die beste Mannschaft war, gegen die wir gespielt haben. Die waren heute auch wieder sehr gut, schwer gegen die ein Tor zu machen. Und jetzt bereiten wir uns ab Montag dann gut auf Erfurt vor. Da haben wir noch eine Rechnung offen. Da haben wir ein wirklich schlechtes Heimspiel geliefert und keinen Punkt geholt. Und dann wollen wir schauen, dass wir uns da die Punkte zurückholen. Dankeschön. Danke, Heiko. Dann machen wir weiter mit den Fragen für Journalisten. Vielleicht können wir mit den Fragen von Anfang beginnen. Gibt es überhaupt Fragen? Nur eine Frage an den Herrn Herrlich. Ehrlich, die Angriffe der Kieler auch in der ersten Halbzeit, die waren immer brandgefährlich. Stand da die eigene Abwehr etwas zu hoch oder waren die Kieler einfach so schnell? Also die Angriffe von den Kielern waren brandgefährlich, aber unsere waren auch immer brandgefährlich. Also Angriffe, wenn sie
ja, wenn wir hoch stehen, in der gegnerischen Hälfte den Ball verlieren, dann ist es eine Kontersituation. Und ich finde, dafür haben wir es eigentlich relativ gut verteidigt in Unterzahl, sind gefallen bis zur Höhe und haben es eigentlich dann relativ gut noch gelöst. Es war zwar brandgefährlich, aber die Art und Weise, wie sie es dann gelöst haben, dass letztendlich ein 2-0 nicht gefallen ist, haben sie ordentlich gemacht. Also ich habe auf meinem Zettel, unabhängig von den Toren, Chancenverhältnis erste Halbzeit 2-0 für uns und 3-3 zweite Halbzeit. Mehr Fragen? Ist nicht so, das kommende Auswärtsspiel vom Jahr ist angesprochen, das ist am nächsten Freitag in Erfurt und dann das letzte Heimspiel dieser Saison ist am 13. Mai um 13.30 Uhr hier zu Hause in Regensburg. Einen schönen Gästen, einen guten Heimflug und Ihnen allen ein schönes Restwochenende.